Angelica Vázquez wurde am 13. Mai 1969 vermutlich in Mexiko geboren. Über ihr Leben weiß man wenig. Ihre Familie, bestehend aus ihrem 44-jährigen Ehemann Marcelo, ihrer 21-jährigen Tochter Paulina und dem 18-jährigen Sohn Alejandro, war eine ganz normale Familie. Sie lebten in Texas und führten ein Leben wie im Bilderbuch. Der Vater arbeitete hart und beide Kinder besuchten ein College. Zumindest schien es so. Am 8. März 2013 erschoss Angelica Vázquez ihren Mann und ihre Kinder und nahm sich anschließend selbst das Leben. Es ist absolut kein Motiv für diese Tat bekannt. Die sterblichen Überreste der Familie wurden in Mexiko bestattet.